So, und einen herzlichen guten Morgen noch einmal zu den Strukturgleichungsmodellen im erweiterten Sinne, nämlich heute zur Faktorenanalyse. Die kurze Vorlesung zur Faktorenanalyse soll die letzte sein, die uns sich nochmal mit latenten Variablen eingehend beschäftigt und nochmal in meinen Worten das, was unter Faktorenanalyse firmiert, hauptsächlich in der Psychologie, ist im Prinzip ein Spezialfall, eine spezielle Subfamilie der Strukturgleichungsmodelle. Wir sind also schon ziemlich weit hinten in unserem Semesterplan. Eigentlich stehen noch zwei Vorlesungen aus, die dann jeweils auch nochmal ein leicht anderes Thema anfassen. Aber eigentlich haben wir es fast geschafft. Zur Faktorenanalyse, zur Motivation nochmal, bietet es sich an, mit einem ziemlich klassischen psychologischen Beispiel einzusteigen. Der klassische Anwendungsfall der Faktorenanalyse ist eigentlich die Konstruktion, also das Entwerfen, das Überprüfen, das Validieren von Messinstrumenten, von Fragebögen. Ja. Was wir hier sehen, ist der sogenannte Neo-FFI, vielleicht mit der berühmteste Persönlichkeitsfragebogen, der versucht, dieses berühmte Persönlichkeitsmodell von McRae und Costa, richtig? Costa und McRae aus den frühen 90ern, also entwickelt in den 80ern letztlich, zu unterfüttern und dann jeweils nachzuweisen in Stichproben. Die Idee beim Neo-FFI, den Psychologinnen und Psychologen hier sicher gut bekannt, ist also, dass es so fünf Dimensionen gibt. Wenn ich von Dimensionen spreche, nehme ich wohl irgendwie auch an, dass sie eben also eigentlich unabhängig voneinander sind. Das ist in der Praxis nicht ganz wahr. Aber ich habe also sozusagen Extraversion, Neurotizismus, Offenheit, Verträglichkeit und was das letzte, Conscientiousness, Gewissenhaftigkeit. Genau. Und was wir hier sehen, ist ein Auszug aus einem kleinen Paper von Körner et al., die dann sich einer Kurzversion nochmal des Neo-FFI versucht hatten. Aber worum es uns hier geht, ist eigentlich zu sagen, was wir hier sehen, ist schon das Ergebnis einer Faktorenanalyse. Im Englischen würde man sagen, cut to the chase. Ich lasse also erstmal alle Details weg und zeige euch einfach, wie das fertige Ergebnis von so einer Faktorenanalyse aussieht. Und zwar, es sieht man an dem Slide ganz gut, finde ich, dass man also einerseits fünf Dimensionen hat, die man erstmal annimmt. Da können wir schon sagen, aha, annehmen. Es geht also offensichtlich um eine Art hypothesenprüfendes, strukturprüfendes Verfahren. Das war ja auch das, wozu Strukturgleichungsmodelle gut geeignet waren. Ich habe Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit oder hier auch geschrieben als Unverträglichkeit, sprich quasi umgepolt die Verträglichkeit zur Unverträglichkeit und die Gewissenhaftigkeit. Das sagt die Theorie sozusagen, ja, von Cray und Costa. Was jetzt hier passiert ist, an einer Bevölkerungsstichprobe von 1900 Personen, ist zu sagen, hier wurde eine Faktorenanalyse gerechnet und es ergaben sich fünf Faktoren. Und was dann auffällt, ist, dass die Items, die die Konstrukteurinnen und Konstrukteure dieses Fragebogens, also das Item Nummer 6, also die Frage Nummer 6, die Frage Nummer 11, 21 und so fort, also hier so sechs Stück, die waren gedacht, Neurotizismus abzufragen. So waren sie entworfen. Ja. Das eigentliche Ergebnis ist aber, wo laden, das ist die faktorenanalytische Sprache, die wir uns gleich noch dann ein bisschen mit Leben und Formeln füllen müssen, wo laden diese Items hoch? Die laden alle zusammen auf dem ersten Faktor. Aber man sollte nicht ganz unerwähnt lassen, dass es auch ein paar Items gibt von hier, die waren eigentlich gedacht, Extraversion zu messen oder dieses Item Nummer 9 war gedacht, Unverträglichkeit zu messen. Und es weist eben doch eine Ladung auf dem Faktor 1 auf. Dass dieser Faktor hier jetzt schon mit neu beschrieben ist, also Neurotizismus, ist also letztlich eine Interpretation der Autoren, weil die eigentlich sagen, das war das, was wir erwartet hätten. Diese Items sollten gemeinsam auf einem Faktor laden. Ja, und das klappt ganz gut. Das sind alles Ladungen, die wir uns vorstellen können wie Regressionsgewichte. Und wenn das alles hier mit zentrierten Variablen operiert, intern, dieses ganze Modell, diese ganze Faktorenanalyse, dann könnten wir es uns eigentlich auch vorstellen wie Korrelation
oder zumindest wie Partialkorrelationen. Also wir können auf jeden Fall diese Werte so interpretieren, dass wir sagen, Punkt 6,5 ist ganz schön hoch oder ist befriedigend hoch, Punkt 7,2 und so. Ja. Und das geht ja dann so weiter, für den Faktor Extraversion waren diese 6 Items gedacht, die scheinen alle ganz okay zu laden auf dem Faktor 4. Und die Autoren nennen den dann einfach, die gehen dann auch her und trauen sich zu sagen, ich bezeichne diesen Faktor 4 mal, also diese latente Variable werden wir gleich sehen mit Extraversion. Ja. Also hier haben wir quasi schon das fertige Ergebnis einer Faktorenanalyse, was so ganz nett zu passen scheint zu dem, was die Autorinnen und Autoren verlangt haben. Oder was sie eigentlich untersuchen wollten. Und sie haben sich anscheinend sie haben sich mit dieser Tabelle quasi nochmal an 2009 Leuten letztlich darin bestätigt, dass die Faktorenstruktur dieses Persönlichkeitskonzepts sich wiederfinden lässt, wenn man einfach diese Fragen alle benutzt und 2009 Leuten vorlegt. Hier hinten haben wir noch was, das müssen wir uns nachher anschauen, was das eigentlich ist. H-Quadrat. Das ist die sogenannte Kommunalität. Kurz gesagt, ich nehme es schon mal vorweg, heißt so eine Zahl hier, die ist ja sehr lustig. Die gibt es also pro Item, ja, also für das Item 32, das war der Extraversion zugeschlagen, korreliert aber im Übrigen auch ziemlich stark mit Unverträglichkeit. Was immer dieses Item 32 ist, das hat eine Kommunalität von 0.42. Das heißt, 42%, also etwa 40% der Varianz dieses Items wird durch diese Faktoren in dem Modell eingefangen erklärt. Und wie ihr seht, habt ihr hier überall so Kommunalitäten, so rund um die 50%. Das bedeutet also, bei den meisten Items ist es so, dass quasi, also Items sind ja gleich in unserem Strukturgleichungsmodell letztlich manifeste Variablen, das sind Dinge, die wir gemessen haben. An 1908 Leuten, ja, wurde jedes Item gemessen und hat dann natürlich eine Varianz, ja, hat eine Streuung. Und etwa 40-50% dieser Streuung können wir in diesem Faktorenmodell aufklären. Das war jetzt also sozusagen zum Einstieg mal ein erster Blick auf eine typische Anwendung der Faktorenanalyse. Aber was hat es damit eigentlich genauer auf sich? Kurz gesagt, ist die Faktorenanalyse eine Technik, die wir benutzen, um letztlich Dimensionen zu reduzieren. Wir haben ein kompliziertes Bild aus vielen gemessenen manifesten Variablen, erhoben an einer Vielzahl von Menschen. Wir haben eine Vielzahl von Beobachtungen. Und diese Datenmenge aus Personen und Items möchten wir eigentlich reduzieren. Ja? Wie machen wir das? Wie können wir das reduzieren? Wir können Dimensionen reduzieren. Wir könnten sagen, dort, wo wir hochgradig voneinander abhängige Items haben, also hochgradig voneinander abhängige Variablen in unserer Geometriesprache, also sprich stark in dieselbe Richtung zeigende Variablen, die könnten wir doch vielleicht besser repräsentieren durch eine latente Variable. Ja? Also sehen wir schon, ein Faktor ist nichts anderes als eine latente Variable oder auch manchmal als Komponente bezeichnet. Wenn ich eigentlich nur das tun möchte, einfach nur sagen, ich interessiere mich für so ein paar Hauptdimensionen, Hauptkomponenten, Hauptachsen in diesem Wirrwarr von Variablen, ja, in dieser Art Mikado von Variablen, dann führe ich üblicherweise eine sogenannte PCA, Principal Component Analysis, oder auf Deutsch Hauptkomponentenanalyse durch. Dort habe ich überhaupt keine Vorannahmen über die Struktur. Ich bin also streng genommen eben nicht dabei, hier irgendeine Struktur zu prüfen, sondern mein Ziel ist eigentlich ein anderes. Mein Ziel ist, dieses Mikado aus Variablen eigentlich nur auf ein anderes Set von latenten Variablen zu projizieren. Und dann, was ich dann üblicherweise mache, damit es auch eine Dimensionsreduktion wird, ich arbeite nur noch mit den 2, 3, 4, 5, 6 Hauptkomponenten, die also kurz gesagt am meisten Varianz in den Daten, in diesem Mikado von Variablen erklären können. Strukturprüfend, hypothesenprüfend bin ich dann aber noch nicht. Wenn ich das wiederum tun möchte, dann würde ich eher sagen, mich interessieren wirklich
die strukturellen Gemeinsamkeiten der Items. Dann fängt so die psychologische oder die Sprechweise der Faktorenanalyse eigentlich erst richtig an, weil ich dann sagen würde, ich interessiere mich dafür, wie viele Faktoren da drin sind. Das ist mathematisch jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Das ist erstmal dasselbe wie eine Hauptkomponentenanalyse. Es läuft nur darauf hinaus, bei der exploratorischen Faktorenanalyse, dass ich gar nicht versuche, die Daten komplett abzubilden in Hauptkomponenten. Das mache ich halt bei einer PCA. Also eine PCA, eine Hauptkomponentenanalyse, macht es einfach erstmal so, dass sie die gesamte Varianz erhält eigentlich. Sie projiziert die nur auf solche latenten Variablen und die ist dann noch komplett erhalten. Bei der Faktorenanalyse ist von vornherein die Idee, ich extrahiere also nur letztlich einen Teil der Varianz. Ich werde nur einen Teil der Varianz überhaupt erklären, aber eben vielleicht durch 2, 3, 4 Faktoren oder Hauptkomponenten. Nur mit denen, für die werde ich mich interessieren. Ich habe also schon das Ziel zu verstehen, wie diese Items auf solche latenten Variablen projizieren, was die zugrunde liegende Faktorenstruktur ist. Nennt man auch exploratorische Faktorenanalyse. Ist aber immer noch so, dass ich also a priori keine große Idee hatte drüber, sondern mal, ich schaue mal so. Das steht oft am Anfang zum Beispiel, wenn ich einen neuen Fragebogen entwickle, dann teste ich vielleicht mal, sagen wir mal 60 Items, 50 Items, die ich mir so ausgedacht habe, weil ich denke, sie sollten irgendwie so das messen, das Konstrukt messen, was ich im Sinn habe. Und dann schaue ich mal, was diese Items eigentlich miteinander zu tun haben. Und das könnte ich noch über eine PCA machen, aber über die exploratorische Faktorenanalyse frage ich dann also, kann ich es eigentlich schon ganz gut erklären, wenn ich vielleicht nur 2 oder 3 Faktoren extrahiere? Wenn ich umgekehrt, also sagen wir mal, die Faktorenstruktur der Persönlichkeit ist einigermaßen bekannt und etabliert seit vielen Jahren oder Jahrzehnten und ich überprüfe das, wie Körner gerade in dem ersten Beispiel, an einer neuen Stichprobe und möchte dann damit eigentlich was anderes weitermachen oder möchte dann vielleicht irgendwie noch eine gewisse Variation davon überprüfen oder möchte das mein Modell irgendwie erweitern, dann würde ich eigentlich sagen, ich habe eine klare Hypothese, wie viele Faktoren da drin stecken, auf wie wenige Faktoren eigentlich ich diese Menge an Variablen zurückführen kann, dann prüfe ich schon sehr konkrete Annahmen über die Struktur, bin ich schon sehr tief in der Strukturprüfung drin und dann spricht man auch von einer konfirmatorischen Faktorenanalyse. Und wenn man fast noch ein bisschen spezifischer, nicht nur sozusagen die Anzahl der Faktoren vermutet, sondern schon sehr deutlich sagen möchte, ich habe ziemlich konkrete Vorstellungen, welches Item auf welche Faktoren stark laden soll, also welche Pfeile in meinem Pfaddiagramm stark sein sollen und welche schwächer zum Beispiel, ja, dann habe ich schon, ist das schon eine sehr präzise Hypothese über die Struktur. Und womöglich habe ich auch noch Beziehungen darüber oder Hypothesen darüber, eben wie meine latenten Variablen sich zueinander verhalten. Dann bin ich das sozusagen die Königsdisziplin des strukturprüfenden Vorgehens dann, ist ein Strukturgleichungsmodell im klassischsten Sinne. Und mein Ziel ist dann wirklich quasi die genauen Ladungsmuster eigentlich anzuschauen. Also die Muster der, wie groß sind welche Kovarianzen in diesem Modell. Ja. Also das alles ist dann im Prinzip immer noch eine konfirmatorische Faktorenanalyse, aber die gibt es sozusagen mit unterschiedlich, die Annahmen, die ich da mache, können unterschiedlich spezifisch sein. Natürlich, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Also zur konfirmatorischen Faktorenanalyse nochmal die Darstellung als Pfaddiagramm letztlich. Ja, ganz vereinfacht erstmal. Ich würde sagen, das ist das Entscheidende hier, ich würde sagen, ich habe einen Faktor, sagen wir jetzt, eine latente Variable, die in diesem Fall sozusagen die manifesten Variablen hervorgebracht hat. Oder so die Annahme. Ja. Diese Pfeile kann ich mir also vorstellen wie Regressionsgewichte, aber achtet mal auf die Richtung und denkt an das, was wir über Strukturgleichungsmodelle gesagt haben. Wir würden jetzt hier also sagen, eigentlich
müsste ich jetzt sozusagen sagen, was kommt in Variable x raus, wie stark, sozusagen, wie viele Anteile von dieser latenten Variable muss ich nehmen, um das Muster oder um genau die Varianz in diesem Item x zum Beispiel, was ich gemessen habe, zu bekommen. Also hier, ja, nochmal, die latenten Variablen liegen unseren manifesten Variablen zugrunde. Ja. Eigentlich hätte ich es drunter malen sollen. Denkt an das C-Ungeheuer aus der ersten Strukturgleichungsvorlesung. Ja. Wir haben also eigentlich eine Hypothese über die zugrunde liegende Struktur und deshalb ist das Ganze dann auch eine konfirmatorische Faktorenanalyse. Beispiel-Items könnten sein, ich gehe gerne auf Partys, ich habe viele Freunde, ich beginne gerne eine Unterhaltung. Die Psychologinnen unter Ihnen sehen schon, wo ich hier hingehe mit dem Beispiel. Oder Items 4 bis 6, ich bin häufig schlecht gelaunt, meine Stimmung schwankt häufig, manchmal bin ich ohne erkennbaren Grund traurig. 6 Items, 6 manifeste Variablen, für die ich natürlich dann Daten gleich in meiner Stichprobe irgendwie bekommen muss. Jetzt könnte ich allerdings, bevor ich Daten erhebe, ein Strukturgleichungsmodell aufstellen. Und hier hätten wir quasi die grafische Variante davon, das Pfaddiagramm zu diesen Annahmen. Und in einer Faktorenanalyse liegt der Fokus also auf diesen, in diesem Fall zwei Faktoren oder latenten Variablen, Eta 1 und Eta 2, die Ladungen, Lambda, Pfadkoeffizienten haben wir dazu auch gesagt, hier jetzt auf y1, y2, y3 wirken sozusagen. Ja? Also die Idee hier, die zugrunde liegt psychologisch, ist natürlich, dass das letztlich irgendwie eine Persönlichkeitseigenschaft ist oder eine noch allgemeiner Persönlichkeit, weiß ich nicht, offensichtlich geht es um Persönlichkeit, aber ich sage noch allgemeiner, irgendein überdauerndes, zugrunde liegendes, direkt nicht beobachtbares Merkmal von dir als Person, ja, oder von allen Personen jeweils, das dann also sich hier irgendwie ausdrückt. Klar ist auch schon, das macht man mal explizit, mal lässt man es implizit, haben wir gesagt, klar ist auch schon, dass sich also diese Variablen hier, die ja jetzt hier in dieser Annahme sozusagen endogen sind, ja, die sollen ja erklärt werden, die, was in den Items drinsteckt, auf die zeigen die Pfeile, dass das nicht komplett durch die Faktoren gemacht werden wird, sondern dass es da auch so eine unbekannte, verbleibende Fehlervarianz geben wird. Ja? Und das ist eine latente Variable, die können wir wiederum nicht wirklich beobachten. Epsilon 1 bis Epsilon 6 letztlich. Also bei jedem Item wird es was geben, was wir hoffentlich in einem gemeinsamen Faktor, in einer latenten Variable irgendwo abbilden können. Also ihr seht schon, es ist schon ein bisschen irre jetzt, wie die konfirmatorische Faktorenanalyse eigentlich das Pferd von hinten aufzäumt. Das hat sie gemessen, y1 bis y6. Ja? Und das soll jetzt aber erklärt werden durch Dinge, die eigentlich nicht gemessen wurden. Ja? Also das ist schon, also im ersten Blick, vielleicht bin ich jetzt hier wieder zu begeistert und zu unmathematisch für manche, aber ich finde es schon faszinierend, dass wir jetzt hier versuchen, Regressionsgewichte von etwas, das wir nicht beobachtet haben, zu etwas, das wir beobachtet haben, zu rekonstruieren. Wie kann das gehen? Na, es kann einfach gehen, indem wir genug beobachtet haben sozusagen und nicht zu viele unbekannte Koeffizienten haben, die wir schätzen wollen. Also das ist eigentlich auch so dann letztlich so ein bisschen Schulmathematik. Wie viel Unbekannte habe ich in der Gleichung und wie viele Gleichungen habe ich? Ja, das muss einfach zueinander passen. Ich darf nicht zu viele Gleichungssysteme haben mit zu vielen Unbekannten. Wenn man es mal versucht aufzuschreiben, dann kann man sagen, also was wir jetzt hier tun, Strukturgleichungsmodell, dort wo die Pfeile hingehen, also jede endogene Variable, haben wir gesagt, eine Gleichung eigentlich. Ja? Das heißt, für das Item J würde ich sagen, das Item J erkläre ich aus einem Beitrag des ersten Faktors, Eta 1, mit einem Regressionsgewicht, des zweiten Faktors, mit einem Regressionsgewicht, das wäre hier Eta 2 mit einem Lambda J2, also die J-Variable erklärt durch den zweiten Faktor oder die zweite latente Variable und eventuell noch viel mehr. Ja? Ich habe das hier gestrichelt gemacht, damit klar ist, wiederum strukturprüfend,
Du musst jetzt eigentlich sagen, was du für Annahmen hast über die Regressionsgewichte. Und die Regressionsgewichte oder Pfadkoeffizienten, die du als abwesend modellierst, von denen du sagst, an die glaube ich nicht, die setzt du quasi auf Null. Ich könnte sie hier trotzdem mal mit reinschreiben, würde dann aber sagen, sehen wir auch gleich noch in einem Beispiel mal, oder ich mache es auf einem Slide gleich explizit, ich setze es wirklich auf Null. Ja, und damit ist es quasi weg. Ja, plus natürlich ein Fehler, den ich bei diesem Item dann auch mache. Das kann ich auch anders schreiben. Also so wäre die Schreibweise, die wir typischerweise vielleicht so betrachten würden, wobei auch die schon niemand aufschreibt. Das ist jetzt, sind jetzt eigentlich sozusagen Gleichungen, die im Kern natürlich gelöst werden müssen, wenn man die Schätzungen sucht. Ja? Dann muss ich nachher, also könnt ihr euch ja nochmal fragen, was kenne ich denn? Ich kenne ja eigentlich nur y. Ja? Und für alles andere muss ich das suchen. Also für eine Gleichung y kann das eigentlich nicht funktionieren, weil ich ja, also die Etas kenne ich nicht und die Lambdas kenne ich auch nicht. Funktionieren tut es also wirklich erst, wenn ich sage, erstens, ich habe mehrere Personen, ich habe Daten. Zweitens, ich habe mehrere Gleichungen. Ich habe also nicht nur ein yj beobachtet, sondern y, also ich habe j gleich 1 bis k beobachtet und derer sollten es eben viele sein und zwar auch viel mehr, als ich hier Faktoren extrahieren möchte. Ganz am Ende von der Vorlesung gibt es einen Slide, der heißt Kleingedrucktes. Da stehen auch nochmal ein paar Handreichungen drauf. Ja, wie viele Items sollten es denn sein? Wie sollten die Items untereinander a priori der Faktorenanalyse erstmal korreliert sein? Wie groß sollte das n sein, etc.? Was hier nur noch gezeigt ist, ist, ich kann so eine Gleichung natürlich, also diese Gleichung eigentlich, ähnlich wie in der Regressionsanalyse kann ich ja quasi das für die Variablen hinschreiben oder ich kann es auch mal ganz explizit pro Proband, pro Beobachtung aufschreiben. Das kann ich hier auch machen. Ich kann sagen, dein Wert auf dem, ich gehe gern auf Partys-Item, also das wäre y, das wäre das j-Item und dein Wert wäre sozusagen i, ja, ergibt sich also durch deinen Faktorwert, wir werden später auch sagen, deinen Faktor-Score, also durch eine, also wir könnten ja sagen, durch eine Linearkombination deiner Faktoren-Scores, ja. Die Idee ist also, du hast eben die und die Ausprägung in Extroversion und die Ausprägung in Neurotizismus und die Ausprägung in Offenheit und eine Linearkombination dieser Faktoren, zum Beispiel 5, ergibt deine Antwort bei ich gehe gern auf Partys. Ja. Und die Hypothese würde besagen, dass viele dieser Faktoren mit quasi Null gewichtet werden, zum Beispiel Verträglichkeit oder Gewissenhaftigkeit sollten jetzt, und eigentlich auch Neurotizismus, sollten jetzt nichts damit zu tun haben, sprich deren Lambdas sollten eigentlich null sein, wenn ich versuche zusammenzumischen, was du gesagt hast auf das ich gehe gerne auf Partys Items. Ja? Also, wenn ich quasi eine Hypothese formuliere, dann könnte das heißen, hier dieser zweite Faktor sollte sehr stark das Item 4 beeinflussen. Also das sollte ein starkes Regressionsgewicht sein, während die quasi vielleicht abwesend... Ah ne, Entschuldigung, ich bin zu schnell. Ich habe es hier mal genau aufgeschrieben. Also das ist unsere Struktur, die gleiche wie vorher. Ich nehme das nochmal zurück, was ich gerade gefaselt habe schon über die Stärke der Lambdas. Das ist unsere Struktur. Und wenn das ein vollständiges Pfaddiagramm ist, dann sehen wir hier eigentlich schon, dass bestimmte Pfade auch sozusagen abwesend sind. Die sind quasi auf Null gesetzt. Ja? Zum Beispiel, und das habe ich versucht hier zu zeigen, glaube ich, zum Beispiel die Gleichung für das vierte Item, das mischt sich sozusagen zusammen aus Beiträgen des zweiten und des ersten Faktors. Der Beitrag des ersten Faktors ist aber quasi auf Null gesetzt. Also dass der hier das Regressionsgewicht Null hat, heißt im Pfaddiagramm, der Pfeil ist gar nicht da. Ja? Der ist hier gar nicht gezeigt. Und das Gleiche kann ich natürlich hier zum Beispiel auch für dieses zweite Item tun. Da habe ich dann die Situation, dass der Beitrag vom zweiten latenten, von der zweiten latenten Variable ebenfalls gleich Null ist. Genau, das haben wir hier nochmal exempliert. Kurz,
Und zum Mitschreiben mal ein paar Begrifflichkeiten, die ich jetzt die ganze Zeit schon verwendet habe, nochmal hier deutlich niedergelegt. Was ist also ein Faktor? Faktor ist eine latente, also nicht beobachtbare oder unbeobachtete Variable, die mit Hilfe einer oder mehrerer manifester Variablen, zum Beispiel Fragebogen-Items, können aber auch Messungen sein, das könnten auch durchaus psychophysiologische Messungen sein oder eben auch eine Faktorenanalyse könnte auch in einem nicht psychologischen Bereich Anwendung finden, in der Ökonometrie oder in den Sozialwissenschaften generell hat sie halt ihre Hauptrolle. Also mit solcher manifesten Variablen messe ich die latente Variable. Also die ist immer über Umweg gemessen. Ja? Ich kann sie nur als Linearkombination gemessener Variablen ausdrücken. Ein Faktorwert oder Faktorscore, würde man häufiger sagen, ist also dann die Ausprägung einer Person auf einem Faktor. Wir hatten das gerade schon gesehen. Wir hatten ja versucht, ich gehe gern auf Partys, zu rekonstruieren aus Faktorscores. Die haben wir selber, wie wir den ganzen Faktor nicht beobachtet haben, natürlich auch die Faktorscores nicht beobachtet, sondern die schätzen wir dann natürlich. Die Ladung oder das Loading ist dann quasi die Stärke, mit der dieser Faktor auf die manifeste Variable projiziert. Ich finde der Begriff Ladung, das muss ich jetzt zur Verwirrung mal sagen, der klingt eigentlich immer ein bisschen, als geht es darum, wir sagen das dann auch so, das Item lädt auf dem Faktor. Da klingt es eigentlich wie bei einer, wir sehen das gleich, explorativen Faktorenanalyse. Also, dass wir eigentlich sagen würden, das Item macht den Faktor. Hier bei der konfirmatorischen Faktorenanalyse, die Begriffe sind die gleichen, aber bei der konfirmatorischen ist es ein bisschen seltsam, dass man von Loading spricht. Man müsste ja dann eigentlich sagen, der Faktor lädt auf dem Item, sagt man aber meistens nicht. Man sagt, das Item lädt auf dem Faktor. Egal, wenn in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse die Idee also ist, dass die Faktoren auf die manifesten Variablen zeigen, dann würden wir sagen, der latente Faktor hat einen entsprechenden Einfluss im Sinne einer Regression auf das Antwortverhalten einer Person in dieser manifesten Variable. Loading ist also quasi gleichzusetzen mit Regressionskoeffizient und Pfadkoeffizient. Haben wir auch in der anderen Vorlesung so gesagt. Man kann dann eine ganze Ladungsmatrix erstellen, eine Matrix, die die Ladungen aller manifesten Variablen, zum Beispiel Items, auf alle latenten Faktoren darstellt. Das, was wir eingangs gesehen haben von Körner et al., war also eigentlich eine Faktorenladungsmatrix. Vermutlich war es eine, muss man mal ins Kleingedruckte nochmal gucken, die schon bereinigt ist, um bestimmte Korrelationen, bestimmte Ladungen, die kleiner als eine bestimmte Magnitude sind. Also Ladungen rund um 0 waren, glaube ich, in der Tabelle gelöscht. Denn eigentlich, wenn es zu Ende denkt, muss es ja so sein, dass es, wenn ich fertig bin mit so einer Stichprobe und so einer Faktorenstruktur, es gibt immer einen numerischen Wert, wie empirisch beobachtet ein Item mit einem Faktor irgendwie zusammenhängt, also mit allen Faktoren. Aber was die Autoren eigentlich gemacht haben, ist, sie haben analog zu ihrer Hypothese oder um besser zu sehen, ob ihre Hypothese passt, sehr kleine Ladungen schon mal gelöscht in dieser Tabelle. Aber die Ladungsmatrix enthält die natürlich eigentlich. Und dann kann man sagen, was sie eigentlich gezeigt haben, ist vielleicht eher das Ladungsmuster. Nämlich sie haben gefragt, was ist da für eine Systematik drin in dieser Ladungsmatrix. Ja? Sie haben uns eigentlich versucht, gleich schon nahe zu bringen, schau mal, die 5 Items, die ich gedacht habe, dass sie Neurotizismus abbilden, so sind sie konstruiert, laden auch wirklich alle zusammen auf einem Faktor. Also wenn ich so einen Satz mache, dann interpretiere ich eigentlich die Ladungsmuster, die Muster der Ladung. Ja? Des Weiteren nochmal mit Formeln, nicht erschrecken, untersetzt, kann ich letztlich noch 2 wichtige mathematische Fragen stellen. Die eine hatten wir auch in der Tabelle gesehen, nämlich dieses sogenannte H-Quadrat. Wenn ihr nochmal zurückgehen wollt, kurz. Das H-Quadrat hat einen Laufindex J. Was war J? J waren die Items. Das heißt, das ist also etwas, was es für jedes Item haben kann. Und zwar ist das die sogenannte Kommunalität eines Items. Kommunalität bedeutet, wie viel Varianz in einer Variable J, also der gesamte Füllstand von der einen manifesten Variable, wird durch alle Faktoren zusammen, die ich im Modell noch habe, aufgeklärt. Okay?
Und das ist auch so ein bisschen, wenn ich das mal an der Stelle kurz sagen darf, ohne euch zu stark zu verwirren, die Abgrenzung von einer Hauptkomponentenanalyse oder PCA. Bei einer PCA würde sich die Frage so nicht stellen, denn da ist es immer so, dass alle Variationen, alle Vektorlänge einer Variable letztlich projiziert ist auf eine Kombination aller anderen latenten Variablen oder aller Komponenten. Das ist einfach nur eine Transformation. Hier in der Faktorenanalyse, da haben wir bis jetzt noch nicht drüber gesprochen, wird es so sein, dass ja, Beispiel von Körner vorhin, nur 5 Faktoren extrahiert worden, und dass man dann eben schon fragen kann, nun ja, diese 5 Faktoren, wie viel Varianz in diesem Item können die denn erklären? Und wir hatten auch schon gesehen, dass das so Werte rund um Punkt 5 waren. Und offensichtlich waren die Autoren mit dieser Lösung auch schon ganz zufrieden und haben die so veröffentlicht. Man würde also bei Kommunalität nicht unbedingt erwarten, dass man das schafft, durch die Faktoren alle Varianz in dem Item zu erklären. Das hieße ja, dieses Epsilon, was wir da hatten, wir hatten ja gesagt, also ein Item J wurde ja sozusagen irgendwie durch verschiedene Faktoren erklärt, ja. Und dann gab es ja aber auch noch Epsilon sozusagen, ja, und das war das Epsilon dieser Variable. Und was wir also bei der Kommunalität fragen ist, wie viel können die zusammen aufklären und wie viel bleibt letztlich übrig, ja. Genau, mache ich wieder weg. Und dann kann ich aber auch noch sagen, neben der Kommunalität eines Items, kann ich den Blickwinkel mathematisch kurz mal verschieben. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, ein bisschen der wichtigere Blickwinkel. Den werden wir gleich auch noch sehen. Ich kann nämlich auch pro Faktor, F, 1 bis F wären meine Faktoren oder extrahierten, latenten Variablen, mit denen ich weiterarbeiten möchte. Pro Faktor kann ich fragen, zeichnet man manchmal auch als Lambda Quadrat, wie viel Varianz kannst du in allen Variablen aufklären? Also dieser Faktor, Eta 1 zum Beispiel, der hat ja also Ladungen auf Regressionskoeffizienten zu allen möglichen manifesten Items. Und wenn ich die quasi aufquadriere und aufsummiere, also von diesem Faktor F zu jeder Variable J, zu jedem Item, dann habe ich sozusagen so eine Art, ein bisschen hemdsärmlich gesagt, so eine Art Leistung dieses Faktors. Was bringt der uns denn sozusagen? Dann gibt es natürlich Faktoren, die sind sozusagen, die können vor Kraft kaum laufen, die beherrschen quasi die Varianz in den Items. Das ist sozusagen dann ein Faktor, der sehr viele der Items sehr gut erklären kann. Der hätte dann insgesamt einen großen Eigenwert. Der Begriff des Eigenwerts kommt aus letztlich dieser mathematischen Technik, die all diese Sachen hier zugrunde liegt, nämlich, man muss es leider so sagen, die Hauptkomponentenanalyse oder Eigenwertzerlegung ist eigentlich das mathematische Verfahren, im Englischen Singular Value Decomposition. Der Eigenwert, wobei man im Englischen auch von Eigenvalues dann spricht, das ist ganz schön, dass das Englische, das deutsche Wort Eigen da so eine große Rolle im Englischen auch spielt. Der Eigenvalue und die Eigenvectors sind im Prinzip die Faktoren, könnte man sagen. Und der Eigenvalue eines Faktors ist also ein sehr wichtiges Kriterium dafür zu sagen, na, mit wie vielen Faktoren will ich denn weiterarbeiten? Ja, sehen wir auch nachher grafisch noch. Das läuft nämlich auf dieses Kaiser-Kriterium hinaus. Größer 1 sollte der Eigenwert schon sein. Ein Eigenwert kleiner 1 würde bedeuten, der Faktor erklärt weniger Varianz als eine beobachtete, kann man das so sagen, als eine beobachtete Variable. Ja, kann man so sagen. Also erst ab einem Eigenwert von 1 ist es eigentlich so, dass der Faktor wirklich das tut, was wir von ihm wollen, nämlich in mehreren Variablen Varianz erklären. Ja, also sozusagen irgendwie was bündeln und uns helfen beim Reduzieren von Dimensionen. Wir haben jetzt hier nochmal grafisch das aufgezeigt. Das hatte ich im letzten SEM-Video schon annonciert, dass ich das sowas euch mal noch zeigen würde. Wir sagen ja, konfirmatorische Faktorenanalyse ist ein strukturprüfendes Verfahren. Also ist es ja so, dass ich quasi vorab schon Annahmen darüber machen würde,
wie die Items untereinander korreliert sein sollten. Und zwar würde ich sagen, ich würde also annehmen, dass die Items 1, 2 und 3 miteinander hoch korreliert sein sollten, wenn ich schon strukturprüfend unterwegs bin. Ja? Und die Items 4, 5, 6, das waren die, wo es, glaube ich, eher so um Angst und Sorge und so ging, ebenfalls auch untereinander hoch korreliert sein sollten. Aber die Items 1 bis 3 mit den Items 4, 5, 6, das ist ja also einfach nur so eine ganz modellhafte Korrelationsmatrix, sollten quasi 0 sein, ja? Rund um 0, plus minus 0. Also nicht genau 0 sein werden in der Stichprobe, ist uns allen klar, hoffe ich. Das zugrunde liegende Modell, warum wir das glauben, dass das so rauskommt, in der Korrelations- oder wir könnten auch sagen Kovarianzmatrix zwischen diesen Items, ergibt sich also aus unseren Annahmen, mit denen wir eigentlich hier operieren. Wir glauben, es gibt eine latente Variable, einen Faktor, der sehr stark dafür verantwortlich ist, was du in den Items 1 bis 3 antwortest. Und dann gibt es einen anderen Faktor, eine andere latente Variable, über die wir offensichtlich die Annahme machen. Seht ihr, dass hier eben in diesem vollständig gedachten Pfaddiagramm kein Pfeil zwischen Eta 1 und Eta 2 ist. Wir nehmen also an, diese beiden Faktoren sind unabhängig voneinander. Wie die beiden geometrisch zueinander stehen, könnt ihr dann jetzt also auch schon wissen. Jedenfalls ist das die Struktur, ja, die wir annehmen. Und jetzt geht es quasi so, dass wir sagen können, und das ist das Eigentliche, das ist jetzt sozusagen nochmal die Krönung oder der Abschluss der Strukturgleichungsmodelle, dass wir jetzt also sagen müssen, schön, so, das war jetzt das Modell, aber jetzt kommt quasi der Tag der Wahrheit, jetzt erheben wir Daten und wir können fragen, wie gut passt unsere modellgetreue, hypothetische Korrelations- oder Kovarianzmatrix zu, also quasi eine Matrix, das ist ja eine Kovarianzmatrix dahingehend, dass ich sage, sie enthält Kovarianzen zwischen allem, was hier in den Spalten steht und allem, was in den Zeilen steht, sprich zwischen den beobachteten Items. Wie gut passt das zu der tatsächlich beobachteten Matrix? Ja? Und da sind jetzt entsprechend überall Zahlen. Und falls dem das gerade zu schnell geht, nochmal, diese Struktur zusammen mit den vorher gezeigten Gleichungen für jedes Item ergibt mir ja dann sozusagen diese Regressionsgewichte. Und wenn ich fertig bin mit allem quasi, wenn ich das geschätzt habe, dann kann ich sagen, ja gut, okay, jetzt kann ich eigentlich sagen, die Korrelation, die ich beobachte zwischen y und y2, also es gibt ja gar keinen, seht ihr das, es gibt ja keinen direkten Pfeil, der hier sagen würde, die sind direkt korreliert, sondern die Annahme ist ja, die sind, was immer die gemeinsam haben, ist letztlich, ich könnte sagen, so eine Art, ja, ich sag's mal, spurious correlation, weil es eben eine latente Variable gibt, die sowohl nach y1 wie nach y2 rein projiziert, ja, oder dort beiträgt. Und entsprechend kann ich aber nachher, werde ich natürlich eine Korrelation beobachten zwischen y1 und y2, egal wie groß die sein wird, aber ich nehme an, die muss eigentlich dadurch zustande kommen, dass es diesen Faktor gibt. Ja? Hypothesenprüfend. Das ist eben meine Annahme. Und deshalb läuft also alles darauf hinaus zu sagen, ich prüfe meine ganzen Annahmen, die ich reingesteckt habe, die ich in meinem Pfaddiagramm visualisiert habe und die letztlich also in meinen Gleichungen, die ich dann geschätzt habe, hinterlegt war. Ich überprüfe das alles daran, wie gut es zu den tatsächlich beobachteten Korrelationen und Kovarianzen zwischen den Items passt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das sich klar macht. Das ist die einzige Art, wie wir unsere Annahmen überprüfen können. Alles, was wir haben, sind gemessene Items und die Beziehung dieser Items untereinander. Und jetzt gibt es mehrere Testkriterien oder Gütekriterien, um hier zu sagen, wie gut hat es geklappt, wie gut passt es. Habe ich irgendwie Evidenz, dass ich an dieses Pfaddiagramm, an diese Struktur, auch an die Beziehung dieser latenten Variablen untereinander, in diesem Fall nämlich, sie haben keine Beziehung untereinander, dass ich an all diese Annahmen glauben kann. Und ein beliebter Test ist, das kann ich immer machen, wenn ich eine Matrix aus Werten habe und eine andere Matrix aus Werten, dass ich einen sogenannten Chi-Quadrat-Test mache. Ja? Also erstmal ist das nicht viel anders, als zu sagen, ich habe eine erwartete Matrix, die sollte etwa so aussehen, hohe Korrelation hier, niedrige Korrelation überall anders. Und ich habe eine beobachtete Matrix
Und das ist quasi, wie wir es im Chi-Quadrat-Test auch schon im Grundstudium gemacht haben, irgendwie das Verhältnis, ich mache eine Chi-Quadrat-Statistik, die mir irgendwie die erwartete mit der beobachteten Matrix abgleicht. Jetzt ist es nur hier so, dass es nicht, also ich finde es nicht, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, denn, und es ist es auch nicht im Feld, es gibt niemand, der sich nur auf diesen Chi-Quadrat-Test verlassen würde bei seinem Strukturgleichungsmodell oder bei seiner Faktorenanalyse, denke ich, denn der sollte jetzt nicht signifikant sein. Das heißt, der Test ist natürlich ein Chi-Quadrat-Test, der kann nur die Nullhypothese der Passung zurückweisen. Der ist also eigentlich dafür gemacht, um Verletzungen der Strukturen zu erkennen. Du möchtest ja aber offensichtlich deine Struktur eher prüfen. Jetzt könntest du natürlich sagen, du hast eine Struktur aufgesetzt, an die du genau nicht glaubst, und zeigst dann, dass die es auch nicht ist, per Chi-Quadrat-Test. Kannst du machen, aber es wird tatsächlich oft so sein, dass ihr lest, ja, das war ein ganz gutes Modell, der Chi-Quadrat-Test ist sozusagen nicht signifikant. Das ist halt einfach von der Logik des Signifikanztests nicht ganz letztgültig sauber. Es gibt andere Maße, wie so ein Root-Mean-Squared-Error, der heißt dann bei denen hier in den Strukturgleichungsmodellen RMSEA, Root-Mean-Squared-Error-of-Approximation. Was wird hier approximiert? Das Modell, das wir geschätzt haben, approximiert eine Kovarianzmatrix, sagt uns also eine Kovarianzmatrix voraus. Und wir haben eine beobachtet. Ja? Und es ist also auch wieder die Frage, wie gut passt es, läuft das Gleiche hinaus. Der RMSEA, den wir hier jetzt auch gar nicht groß berechnen, sollte man nur wissen, der kann eben, der ist standardisiert zwischen 0 und 1. Und der soll natürlich klein werden. Wie im Namen schon heißt, es ist ein Error-Maß. Da wollen wir bei den Maßen, die auch schon Error im Namen haben, natürlich, dass die klein werden. Und da hat sich irgendwie so etabliert im Feld, dass man sagt, wenn es kleiner als 6% ist, also 0,06, dann ist es zufriedenstellend. Ihr werdet also in der Literatur oft eine Kombination sehen aus, wenn jemand sagt, mein Modell ist super, guck mal hier, dieses Pfaddiagramm, da habe ich Evidenz dafür gefunden, dass es stimmt, dann wird oft berichtet, der Chi-Quadrat-Test als nicht signifikant und ein kleiner RMSEA. Ja? Damit haben wir an der konfirmatorischen Faktorenanalyse uns schon sehr viel klar gemacht. Eigentlich glaube ich alles, was wir hier für dieses Modul, was ja eher einen Überblick über multivariate Verfahren geben soll, wissen müssen. In der Persönlichkeitspsychologie, in der differenziellen Psychologie ist das natürlich die Königsmethode und wird deshalb dort auch ausführlicher gelehrt. Aber für unsere Zwecke hier, uns geht es ja eher um die Einordnung unter die Familie der Strukturgleichungsmodelle und da wiederum eine Einordnung im Verhältnis zu allen anderen multivariaten Verfahren. Entsprechend kurz würde ich jetzt auch noch die exploratorische Faktorenanalyse darstellen. Der Hauptunterschied seht ihr eigentlich hier jetzt schon an diesem Graph. Das ist auch eine Faktorenanalyse, aber sie ist dahingehend explorativ, dass wir fragen, wir haben Items erhoben, inwiefern lassen die sich zurückführen, ebenfalls auf einen Faktor. Wenn man aber das quasi jetzt hier modelliert, würde man eigentlich sagen, gibt es einen Faktor, der sich erklären lässt durch die Variablen. Wir haben jetzt hier also einfach eine umgedrehte Pfeilrichtung. Ja? Das ist sozusagen ein erster wichtiger Unterschied zwischen der konfirmatorischen und der exploratorischen Faktorenanalyse. Wenn man jetzt nur hier das mit einem Faktor zeigt, ist der Unterschied nicht so dramatisch. Die Grundmessage hier ist aber, ich habe gar keine Hypothese drüber. Ich habe keine Hypothese, wie viele Faktoren da gleich sinnvollerweise im Hintergrund agieren. Ich bin also im engeren Sinne, das hatte ich vorher auch mal so in so einer Hierarchie der Strukturprüfung gezeigt, ich bin eigentlich nicht strukturprüfend oder hypothesenprüfend unterwegs, sondern das können jetzt auch ganz pragmatische Sachen sein. Ich möchte die ganzen Items, die ich erhoben habe, vielleicht das ganze Wissen, was ich über meine Probanden habe, das sind vielleicht nicht Fragebogen-Items, vielleicht sind es auch einfach Messungen, die ich getätigt habe an meinen Probanden. Psychologische, audiologische, kognitive, physiologische Messungen. Möchte ich gucken, was haben die gemeinsam. Ja? Ich suche nach Strukturen, aber ich habe keine spezifische Hypothese drüber. Deshalb ist es explorativ und nicht konfirmatorisch. Es ist also ein strukturentdeckendes Verfahren eher. Ich habe keine Annahmen über die Zusammenhangsstruktur der Variablen. Oder ich möchte mich
explizit der Annahmen in dieser Phase meiner Studie enthalten. Und die Anzahl der Faktoren bestimme ich also auch auf der Basis empirischer Kriterien. Also zum Beispiel über diese, die Kriterien sind letztlich die gleichen, also Chi Quadrat, Eigenwert der Faktoren, das sehen wir gleich noch grafisch. Ich mache aber eine Lösung und dann schaue ich, also zum Beispiel mache ich eine Lösung mit 10 Faktoren und dann schaue ich, brauche ich die 10 wirklich? Ja, ich schaue quasi an den Daten, was so ein plausibles Ergebnis ist. Alles sehr, sehr explorativ, sehr data-driven. Das ist in dem Fall Absicht. Und das Ladungsmuster gucke ich mir dann im Nachhinein an. Ich kann natürlich dann auf dieser Basis nicht sagen, ach, das habe ich natürlich schon immer so geglaubt, sondern das ist jetzt gerade ein exploratives Vorgehen. Ja, ich kann dann eine neue Studie entwerfen oder ich kann das publizieren, die Ergebnisse meiner exploratorischen Faktorenanalyse. Und das können natürlich andere Kolleginnen und Kollegen dann wieder zur Basis für ihre Studie nehmen und können dann sagen, wir testen jetzt in einer neuen Stichprobe dieses Muster, was da Obleser et al. Vorgeschlagen haben, und machen eine konfirmatorische Faktorenanalyse. Wir gucken von Anfang an, wir glauben von Anfang an, da gibt es jetzt 3 Faktoren zum Beispiel. Dann ist es wieder konfirmatorisch. Wie ist es also, wenn ich gar nicht weiß, wie viele Faktoren ich eigentlich extrahieren soll? Auf wie viele Dimensionen soll ich sinnvollerweise meine Items beschränken? Und ich habe entsprechend auch keine Ahnung über das Ladungsmuster. Ich habe also keine, erst recht keine, wenn ich schon nicht weiß, wie viele Faktoren, dann habe ich auch keine Hypothesen drüber, welches Item auf welchen Faktor laden soll. Ja, das ist ja klar, das kann ich dann nicht wissen. Es könnte also irgendwie so sein, dass es andere Ladungen gibt. Das ist jetzt, hier sind die Pfeile nochmal so rumgezeichnet. Das ist auch jetzt für unsere Überlegungen ist das mit der Pfeilrichtung gerade gar nicht so entscheidend. Das Wichtige hier ist jetzt gerade zu sagen, ich weiß es einfach nicht, wie viele Faktoren und welche Ladungen da sind. Ja? Genau, hier ist es nochmal gezeigt. Es könnten ja auch einfach mehrere Faktoren sein. Dann würde sich allerdings, das ist sozusagen das, was hier oben ausgedrückt ist, die Ladungsmuster hängen natürlich daran, wie viele Faktoren ich überhaupt konzipiere. Ja? Weil es könnte sein, wenn ich einen dritten Faktor konzipiere, dann sind einige dieser Ladungen quasi nicht mehr notwendig. Oder das, was jetzt sozusagen als spurious Correlation oder auch spurious Ladung hier drin steckt, ist weg, wenn ich eben mehr Faktoren einführe. Also es wird darum gehen, letztlich so eine Faktorenanalyse daraufhin anzuschauen, was bringt jeder Faktor. Und dafür haben wir gerade vorhin per Formel nochmal kurz den Eigenwert eingeführt. Ein ganz typischer Plot in der explorativen Faktorenanalyse ist nämlich der sogenannte Scree-Plot oder Geröll-Plot. Scree ist eigentlich sozusagen das Geröll. Warum heißt der so? Weil, was zeigt denn der? Der zeigt hier die Anzahl der Faktoren und die Faktoren sind quasi hier geordnet nach ihrem Eigenwert schon. Seht ihr das? Das ist monoton abfallend. Der Faktor 1, der ist einfach nur deshalb jetzt gerade, der wird von dem Modell und auch von der ganzen Software uns jetzt als 1 ausgegeben, weil er eben die meiste Varianz erklärt, weil er den größten Eigenwert hat. Was heißt jetzt Varianz erklären nochmal? Eigenwert. Die meiste Varianz an allen Variablen. Ja, wenn ihr nochmal in die Formel vom Eigenwert guckt, wir summieren über alle Items J und fragen, wie viel klärt dieser Faktor auf. Wir nehmen ja eigentlich die quadrierten Regressionsgewichte von so einem Faktor zu den Items. Ja? So, großer Wert für den ersten Faktor. Was heißt, also natürlich der größte, das ist die Idee des Plots, aber wie groß? 2,5. Der zweite Faktor, oder 2,3 vielleicht, der zweite Faktor auch über 2. Jetzt kommt aber ein ziemlich dramatischer Absturz, der erstens, zwei Kriterien, erstens Kaiserkriterium 1960 etabliert, unter die 1 fällt. Da hatten wir gesagt, ein Eigenwert kleiner 1, das brauche ich nicht. Da kann ich auch mit den Variablen selber arbeiten. Da habe ich nichts gewonnen. Ja? Und dann der eigentliche Scree-Test von Ketelma vorgeschlagen, Geröll-Test, ab dort ist es nur noch Geröll sozusagen, weil
für jeden Faktor, den ich dazu nehme, in der Betrachtung, der entsprechend nur noch so monoton abnehmend Varianz aufklärt. Die Eigenwerte werden hier also monoton ist eh klar, aber auch quasi fast linear. Wenn man hier, man kann hier unten, ich glaube, ich mache das hier doch auch in dem Slide gleich, genau, man kann sich das so vorstellen, ich fitte eine Gerade quasi von, stellt euch vor, ihr würdet von unten kommend hier so eine Gerade anlegen, ja, dann wäre das unten immer so, dass die quasi passt, weil wir dort quasi immer nur noch kleinere Reste haben, wie so eine Art asymptotischen Tail von der Verteilung hier unten. Der kann nicht null werden, der Eigenwert, aber er kann sich der Null annähern. Und wenn wir hier dann so eine Gerade anpassen, dann passt die bis zu einem bestimmten Faktor ziemlich gut. Und dann springt es meistens nach oben. Und man würde jetzt nach Kaiser-Kriterium in diesem Fall sagen, ich extrahiere nur zwei Faktoren. Ich arbeite also mit einer Zwei-Faktoren-Lösung. Und nach dem Scree-Test von Cattell würde man das auch sagen, weil ab hier ist es sozusagen komplett linear. Ja? Das kann euch, ich kann es einmal sagen. Was wir also ja machen ist, wir haben einen Mikado-Satz von Variablen, den wir auf einen letztlich anderen Satz latente Variablen, die auch orthogonal zueinander stehen, projizieren. Und wir hatten ja bei der Multikollinearität einmal kurz gezeigt, dass sich jeden Satz Variablen aus einem anderen Satz Variablen erklären kann. In der Hauptkomponentenanalyse sehen wir das auch so verwirklicht, die macht genau das. Und hier ist es jetzt eigentlich auch so, dass es hier quasi immer weitergehen würde, bis zu so vielen Faktoren, wie wir Variablen hatten letztlich. Kann man das so sagen? Oder sogar so weit, wie wir Probanden hatten? Da muss ich gerade aufpassen. Da habe ich gerade einen Denkfehler. Also auf jeden Fall, sehr viele weitere Faktoren könnten hier kommen, die allerdings immer, immer kleiner werden würden. Ja? Genau, und das wäre quasi nur nochmal dieser Kniepunkt dieser Kurve. Wenn man sich das so vorstellt, in einem Scree-Plot gibt es also idealerweise so einen Kniepunkt und dort würde man den Cut-Off ziehen. Diesen hier würde ich jetzt nicht mehr mitnehmen, weil der auch unter das Kaiser-Kriterium von 1 fällt. Ich würde in diesem Fall mit einer 2-Faktoren-Lösung weiterarbeiten. Der Scree-Plot könnte allerdings auch so aussehen. Dann hat er nicht so einen schönen Kniepunkt. Da ist es ein bisschen unklarer. Da würde ich aber trotzdem sagen, das ist jetzt also offensichtlich eine andere Lösung, andere Daten. Hier ist es so, das seht ihr auch, der erste Eigenwert ist höher, dass ich wahrscheinlich hier 3 extrahieren würde. Größter Eigenwert, klar. Aber 3 haben ihren Eigenwert über 1. Und so richtig linear wird es für meinen Geschmack auch erst danach. Da sagt ihr schon wieder, mein Gott, ist das subjektiv? Ja, aber die Welt geht ja auch natürlich nicht von unter. Das ist jetzt sozusagen halt eine Entscheidung, die du vorschlägst und die du in deinem Paper oder in deiner Masterarbeit berichten würdest. Und dann gibt es zum Glück ja auch noch inhaltliche Überlegungen, die einem eben dann hoffentlich auch ein bisschen helfen, warum man mit einer Zwei-Faktoren-Analyse besser fährt. Es kommt darauf an, was das Ziel dieser explorativen Faktorenanalyse überhaupt ist. Oder ob eine Drei-Faktoren-Lösung jetzt hier besser ist. Blöd wäre es natürlich, wenn du implizit erwartet hast, eine Vier-Faktoren-Lösung zu finden und dann stellt sich raus, ach, eigentlich ist es durch einen Faktor schon sehr, sehr gut erklärt. Das ist also auch nicht untypisch, dass man ein Scree-Plot hat, wo eigentlich nur eine Komponente, ein Faktor so richtig durchschlägt. Genau. Paar Geraden. Bisschen schwierige Situation, das hatte ich eigentlich schon gesagt, genau. Wenn der Knick nicht so deutlich ist. Letzter Punkt, den ich noch heute besprechen wollte eigentlich inhaltlich, ist zu sagen, wir hatten jetzt immer vermutet, wir haben eigentlich eine, ja, man kann sagen, orthogonale Lösung. Warum ist das so? Das habe ich euch vorher mal so als Cliffhanger reingesprochen, einfach nur. Ich hatte mal kurz erwähnt, dass ja die beiden Faktoren, wie wir es jetzt oft vorhin bei der konfirmatorischen zumindest uns gezeichnet hatten, da hatten wir mal als Beispiel so zwei Faktoren, Eta 1 und Eta 2. Und es gab keinen Pfeil zwischen den beiden und das bedeutet, wir nehmen an, die sind orthogonal zueinander, richtig? Die stehen also quasi wie so zwei rechtwinklige Dimensionen im Raum. So, und jetzt nehmen wir also unsere ganzen Variablen und fragen geometrisch, wie stark laden die gemessenen Variablen auf diese Faktoren. Ja?
Jetzt ist es so, dass ich aber vielleicht noch sagen kann, okay, das sind zwei Faktoren. Finde ich jetzt doch noch eine Variante, wo ich sage, die zwei Faktoren orthogonal zueinander, wenn ich die jetzt nochmal leicht rotiere, bleiben zu sich, wie sie sind, erstmal, aber die Ladungen der Variablen, wir sehen das gleich auch noch grafisch, verändert sich dann nochmal. Mathematisch ist es egal. Die gesamte Varianz, die ich aufklären kann, bleibt gleich durch so eine Rotation. Aber jetzt kommt die Psychologin, der Psychologe hier rein. Ich suche vielleicht sowas wie eine Einfachstruktur. Ich möchte natürlich, denkt an das Eingangsbeispiel von Körner zurück, ich möchte gerne so eine Ladungsmatrix, wo viel quasi rund um Null ist und rausfällt. Und ein paar andere Ladungen sind wirklich groß und deshalb damit auch interpretierbar. Und das ist natürlich diese berühmte Einfachstruktur nach Thurstone, die manche aus der differentiellen Psychologie vielleicht kennen. Da ist man erstmal irgendwann draufgekommen zu sagen, ich kann durch diese Rotation, die mathematisch nichts ändert, an der Gesamtlösung nichts ändert, vielleicht einfache, interpretierbarere Ladungen bekommen. Ja? Und wenn ich das mache, was ich gerade grafisch angedeutet habe, dass ich die Faktoren lasse, wie sie sind, jetzt es aber so drehe, dass die Varianz der Faktoren, also die Eigenwerte, maximiert werden. Nochmal, auch in so einem explorativen Kontext jetzt gerade, ist es ja nämlich so, dass ich mich jetzt gerade entschieden habe, nur noch zwei Faktoren zu extrahieren und dann sich an den Eigenwerten natürlich vielleicht schon nochmal ein bisschen was ändern kann. Und jetzt kann ich sagen, wie kann ich das so hindrehen, dass ein Faktor möglichst viel Varianz bündelt oder umgekehrt die Items eben möglichst deutlich auf einen Faktor laden. Dann mache ich das oft mit einer sogenannten Vari-Max-Rotation. Das ist eine Technik, die quasi versucht, die Varianz zu maximieren. Deshalb Vari-Max, die Varianz, die die Faktoren erklären, also die Eigenwerte. Das wäre die eine Art zu rotieren. Oder die andere berühmte, es gibt auch noch ein paar andere Techniken sozusagen, aber das ist die Hauptidee. Die andere Rotation ist ein bisschen wilder. Das ist eine oblique Rotation. Das heißt, ich gebe auch noch dieses Kriterium hier auf. Das ändert natürlich an meinem Pfaddiagramm was. Ja? Das wäre wichtig, dass ihr euch das klar macht. Wenn ich oblique rotiere oder überhaupt meine Lösung sozusagen oblique mache, heißt das, die zwei Faktoren sind nicht mehr 90 Grad zueinander. Das kann natürlich hilfreich sein, weil ich sozusagen jetzt, und das ist dann auch da, wo hat, das geht auch, das ist keine Principal Component Analysis mehr. In der Principal Component Analysis habe ich einfach orthogonale Dimensionen. Das ist der eine Hauptvorteil von der Hauptkomponentenanalyse. Und die Faktorenanalyse fängt ja auch so an. Ich habe eigentlich orthogonale Faktoren. Aber wenn ich jetzt quasi sage, ja, nee, ich kann ja auch latente Variablen, Faktoren könnten ja auch korreliert sein. Und wenn ich das zulasse, mache ich eigentlich eine oblique Rotation. Ich lasse es auf einmal zu und dann erkaufe ich mir zwar oder ich ererbe zwangsweise eine gewisse Korreliertheit meiner beiden Faktoren, was wiederum die Interpretation einschränkt. Ja, aber ich kann eben vielleicht, kann man sich vorstellen, ich habe hier dieses Mikado aus gemessenen Variablen, eine noch bessere Lösung dahingehend, dass ich eindeutigere Ladungsmuster habe. Ja? Also dass nochmal deutlicher wird, die Variablen laden jetzt noch sauberer auf den einen Faktor und nicht mehr so auf den anderen. Zum Beispiel bei der 90-Grad-Rotation, wenn ich dann oblique das bisschen erlaube, dass die ein bisschen leicht negativ korreliert werden zum Beispiel. Wir sehen es gleich noch einmal grafisch hier. Das Farbige wären jetzt hier drei gemessene Variablen. Und dort habe ich jetzt einen Faktor 1, also das sind eigentlich alles gemessene Variablen, also sowohl das Graue, das Blaue, das Rote, das Grüne, vier gemessene Variablen. Und jetzt kommt eine 2-Faktoren-Lösung. Die ist erstmal, diese latenten Variablen haben nichts miteinander zu tun, ist wie in einer Hauptkomponentenanalyse orthogonale Dimension. So, diese zwei interessieren mich. Und jetzt kann ich fragen, wie laden diese Variablen auf diese Faktoren? Was drückt diese Ladung am saubersten aus oder am einfachsten natürlich? Letztlich die Winkel. Also der Kosinus dieses Winkels, haben wir ja gesagt, kann ich als Korrelation interpretieren. Und entsprechend kann ich ja also sagen, kann also hier nur wie in so einem Fächer nur auf die Winkel schauen und kann sagen, die zwei haben ja einen relativ kleinen Winkel
zu diesem ersten Faktor und einen großen Winkel, so ein bisschen über 90 Grad, zu dem Faktor. Der hat auch noch einen kleineren Winkel hier auf den Faktor 1, bei dem ist es eigentlich so ein bisschen egal. Und der ist auch so ein bisschen das Problem. Wenn wir jetzt sozusagen, also das können wir uns einfach fragen, das ist immer erstmal eine offene Frage, ob eine rotierte Lösung besser ist quasi. Ja, das ist also, deshalb habe ich es hier auch unter der explorativen Faktorenanalyse, weil das jetzt sozusagen sowas ist, wo man jetzt ein bisschen rumprobieren würde, um eben ein interpretierbareres Muster vielleicht zu bekommen. Die Winkel sind sozusagen sehr eng verwandt mit den Ladungen oder stellen eigentlich die Ladungen dar. Und rechter Winkel ist es offensichtlich keine oblique Rotation. Wenn ich den rechten Winkel beibehalte, könnte ich also sagen, schwupp, ich drehe das einfach nur so weiter. Ja, ich gehe hier nochmal zurück. Achtung, guckt auf den Faktor 1, Faktor 2 und die Variablen bleiben eigentlich, wo sie sind hoffentlich. Und jetzt habe ich eine Situation, wo diese Ladungen von der roten und der grünen auf den ersten Faktor eigentlich mindestens so gut ist wie vorher, eher vielleicht sogar ein bisschen höher. Zum Faktor 2 aber ja auch rund um 90 Grad noch. Und diese Variable lädt jetzt auf einmal sehr, sehr eindeutig auf den zweiten Faktor und eben Thurstone Einfachstruktur quasi nicht mehr auf den Faktor 1. Ja? Während die graue ja vorher, sieht man hier immer noch, so 45 Grad either way hatte, hat sie jetzt quasi fast nur noch 3, 4 Grad zum einen Faktor und sie entsprechend 87 Grad, sage ich jetzt mal, zum anderen Faktor. Ja? Also fast keine Ladung mehr. Ja gut, und dann gibt es halt eine andere, die fällt jetzt ein bisschen dazwischen. Das sind dann eben so Entscheidungen. Jetzt kann ich ja sagen, wie sind die Kommunalitäten und wie sind meine Eigenwerte. Ja? Und wenn ich entsprechend dann halt eine Lösung finde, die besser, klareres Muster in der Richtung hat, dann würde ich die vielleicht präferieren. Genau. Einfachstruktur nach Thurstone sei hier nochmal erwähnt, wo also die Idee ist, vor allem niedrige Korrelation mit den verbleibenden Faktoren. Die hohen Korrelationen waren für Thurstone gar nicht so wichtig, sondern die niedrigen sind eigentlich noch wichtiger, dass man es schafft, viele niedrige zu haben, weil das dann quasi für die Ladungsmatrix bedeutet, keine Zusammenhänge, Pfadkoeffizienten quasi abwesend, einfach zu interpretierenderes Bild. Das sieht man hier nochmal in Zahlen, das werde ich jetzt, glaube ich, gar nicht durchgehen. Wir haben hier nochmal unsere 6 Items und 2 Komponenten oder Faktoren, auf die geladen wird. Und vor dem Rotieren haben wir quasi ja insgesamt hohe Ladungen und wir drücken jetzt eigentlich hier für diese 3 Variablen, seht ihr das, wie zum Beispiel auf der ersten Komponente, die alle ziemlich hoch laden. Ja. Das drücken wir jetzt durch eine Rotation quasi dahingehend, dass die Ladungen dieser ersten 3 Items auf der Komponente deutlich absinken und die anderen deutlich zunehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen hingetrickstes Beispiel hier. Aber ihr seht, dass es hier in diesem Fall einen drastischen Effekt hatte und die Interpretierbarkeit des Musters deutlich erhöht, wenn ich hier rotiere. Unrotierte Lösung sieht man nochmal ganz gut. Auf der zweiten Komponente wurde jeweils ähnlich hoch geladen, wenn auch mit anderem Vorzeichen. Ja. Und auf der ersten Komponente wurde aber auch gleich hoch geladen. Und jetzt rotieren wir dieses quasi, man kann sagen, ja, dieses Koordinatensystem, die Faktoren kann man sich, gerade orthogonale Faktoren kann man sich auch sehr gut als ein Koordinatensystem vorstellen. Und dann bekomme ich sozusagen jetzt eine Lösung, wo, seht ihr das, wie diese 6 Variablen zueinander natürlich völlig gleich geblieben sind, die sind jetzt nur hoch. Also statt die Achsen hier zu rotieren in dem Bild, haben wir jetzt quasi die Variablen hochrotiert. Aber das kommt aufs Gleiche raus und auf einmal haben wir eine Situation, hohe Ladung auf Komponente 2 für diese 3 Items, hohe Ladung auf Komponente 1 oder Faktor 1 für diese 3 Items. Hier noch das Kleingedruckte zur Faktorenanalyse. Das meiste habe ich hoffentlich along the way schon erwähnt. Aber es hilft vielleicht noch mal kurz zu sagen. Zum Abschluss unseres Themas Strukturgleichungsmodelle auch ganz allgemein. Wir brauchen Intervallskalenniveau für alles, was wir da reinstecken. Es gibt faktorenanalytische Modelle auch für ordinale oder dichotome Variablen. In diesem Schaubild von Beaujean, was ich anfangs mal gezeigt habe, war ja auch mal so ein Item-Response-Modell drin, wo man im Prinzip sagen könnte, man hat eigentlich eine dichotome Variable, nämlich Item gelöst oder nicht zum Beispiel mit drin.
Erfordert aber ein bisschen andere Lösungen, vor allem für das Schätzen. Man kann das dann nicht über die Hauptkomponentenanalyse, die im Hintergrund da eigentlich arbeitet, über die PCA machen. Das wäre eigentlich die Haupteinschränkung. Also merken wir uns mal, brauchen Intervallskalenniveau. Wir brauchen, das ist ganz wichtig, das ganze Modell kann nur arbeiten, die ganze Extraktion von latenten Variablen, das Identifizieren von Linearkombinationen unserer gemessenen Variablen kann nur funktionieren, wenn es auch Beziehungen gibt zwischen den gemessenen Variablen. Ich brauche Kovarianz, mit der ich arbeiten kann. Ja. Brauche also entsprechend hohe Interkorrelation. Sagen wir mal rund um Punkt 30. Die Items sollten multivariat normal verteilt sein. Das ist eine relativ starke Forderung, dass ich sage, die Items untereinander, also nicht nur jede Variable ist irgendwie also normal, sondern eigentlich auch die, sie müssen quasi auch alle, damit ich überhaupt Korrelationen rechnen kann, zueinander oder miteinander normal verteilt sein. Eine relativ strenge Forderung, die natürlich mal wieder hier auch nur so mit sollten, halt eben approximativ gegeben sein sollte. Ich brauche vor allem, das ist eigentlich das Wichtigste natürlich, große Stichproben. Ja. Das hängt ein bisschen von den Kommunalitäten und der Anzahl der Faktoren und der Anzahl der Variablen pro Faktor ab, ob du damit eine befriedigende Lösung auch mal mit einer kleineren Stichprobe hinbekommst. Aber wir haben hier unten so als Faustregel 4, das ist von Tabachnik und Fidel, ich würde mir das nicht trauen, sowas zu sagen, aber die sagen, du brauchst eigentlich schon 4 beobachtete Variablen pro Faktor. Du brauchst dann wiederum, wenn die Kommunalitäten der Variablen, also das, was die Faktoren erklären sollen, befriedigend sind, trotzdem noch etwa 200 Leute. Wenn du niedrigere Kommunalitäten hast, sprich die Items sind eigentlich noch schwieriger abzubilden oder einzufangen durch einen Faktor oder durch die Faktoren, dann brauchst du eigentlich noch größeres N. Ja, also das hängt hier also so ein bisschen zusammen. Die Interkorreliertheit der Items erlaubt uns, Faktoren zu extrahieren. Dann gibt es für die Items auch entsprechend hohe Kommunalitäten quasi. Ja, das, was erklärt werden kann in ihnen, aus Sicht jeder Variable durch die Faktoren. Und dann geht es vielleicht auch mit ein bisschen kleineren N. Aber ihr seht schon, diese Ns hier sind, also damit gehen wir in den Bereich von Online-Studien, damit gehen wir in den Bereich von großen Fragebogen, Normierungsstudien oder anderwertig vielen Beobachtungen. Es könnten natürlich auch viele Neurone zum Beispiel sein, die gemessen worden sind. Auf jeden Fall viele Datenpunkte im Verhältnis zu dann doch einer relativ kleinen Menge Variablen, die ich eigentlich auf einmal betrachte. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe die Stunde ein bisschen überzogen. Das war es aber damit auch mit den Strukturgleichungsmodellen. Und wir sehen uns noch für 2 Vorlesungen. Wir machen nämlich noch eine zur Kausalität. Die greift viel dieser Pfaddiagramme nochmal auf, vergisst aber das mit den latenten Variablen erstmal. Das ist eine grundsätzlichere Betrachtung, was wir eigentlich über Kausalität in den multivariaten Verfahren sagen können. Und dann machen wir noch eine Vorlesung zur Mustererkennung, zur Mustersuche, zur Clusteranalyse letztlich, und dann war's das. Tschüss.